Ich bin Friedrich Longin, ich leite die Arbeitsgruppe Weizen an der Universität Hohenheim hier im schönen Stuttgart. Also ich wollte immer schon was mit Biologie, Natur machen und so ein agrarbiologisches Studium, das fand ich dann total faszinierend. Wenn man im Saatgutbereich arbeitet, wenn dann die Ernte reinkommt, dann kann man da richtig auch reinfassen, hat die Körner in der Hand und weiß jetzt einen Teil davon. Das ist das, was wir nächstes Jahr brauchen, was uns wieder ernährt, was wieder wachsen muss. Und der Rest, der geht jetzt in eine Mühle und da kommen coole Produkte raus, die ich dann auch essen kann. Und irgendwann komme ich in eine Bäckerei und weiß, zum Beispiel beim Dinkel haben wir sehr viel gemacht. Dann war ich in Frankreich im Urlaub und entdeckte ein Dinkelbaguette und weiß, das gäbe es ohne deine Arbeit gar nicht. Ich persönlich habe zumindest den Eindruck, dass in der Lebensmittelforschung immer nur Pünktchen gesehen werden und gar nicht die ganze Wertschöpfungskette betrachtet wird. Und wenn man das alles einpackt, dann versteht man viel besser, was denn wirklich passiert und kann an den großen Stellschrauben drehen. Und das wäre dann nachher wichtig für die Industrie und für die Forschung wäre es erstmal spannend zu finden, wo sind denn die Sachen, die am schnellsten verändert werden und was sind denn vielleicht Sachen, die wir schon immer eigentlich haben wollen beim Verbraucher oder dass wir das kaufen können und woran scheitert es oder was könnte denn am ehesten klappen. Also wir wissen schon lange, dass 100 verschiedene Inhaltsstoffe da in den Weizen drin sind und dass es da welche gibt, die viel mehr haben oder nicht. Das ist eine Riesenchance für uns in der Forschung. Ich weiß nicht, warum das so brach liegt, das Feld, aber ich gehe da gerne rein, weil dann kann man sich schnell abgrenzen und viel auch erreichen. Und ich denke auch, dass erfolgreiche Bäcker und Müller da ja auch schon draufsetzen und das auch machen.